Heute fragen wir mal, was sich wahrscheinlich gerade viele Menschen fragen. Bleibt das jetzt so mit der AfD oder wird das noch schlimmer? 21% bundesweit und neuerdings 32% in Brandenburg. Für eine angeblich patriotische Partei, deren außenpolitische Ideen klingen, als würden sie in Moskau geschrieben. Ne? Ja. Ja, wären sie wahrscheinlich auch. Ne? Meine Theorie. Das juckt die Fans aber gar nicht. Ne? Im Moment reicht es völlig, als AfD zu sagen, wir sind nicht die Ampel und wir hassen die Grünen. Fertig. Mehr braucht's nicht. Mehr braucht es nicht. Andererseits sind Umfragen eben keine Wahlen, meine Damen und Herren. Und wirklich, bei aller Freude am Gruseln, muss es jetzt wirklich stündlich eine neue Sonntagsfrage geben? Die AfD steigt in den neuesten Umfragen auf Höchstwerte. Ein Rekordhoch. Weiter im Höhenflug. Einen neuen Höchstwert. AfD im Umfragehoch. AfD im Aufwind. Wie schafft sie das? Woher kommt der Rechtsruck bei den deutschen Wählern? Das ist eine gute Frage. Ja, das finde ich auch. Ich meine, das Erfolgsgeheimnis von denen ist doch längst gelüftet. Man nehme eine Ampel, die sich monatelang selber zerlegt und nur zofft. Und seit gestern, Freunde, eine CDU, die Gesetze in Thüringen zur Not auch mit dem Faschisten Höcke durchbringt. Komplizierte Mehrheitsverhältnisse hin oder her. Es ist der nächste Dammbruch. Die Operation Normalisierung läuft und die AfD, die immer radikaler wird, dringt trotzdem weiter vor in bürgerliche Milieus. Und zwar mit sogenannter Metapolitik. Achten Sie mal drauf. Man sagt im Wahlkampf eben nicht, raus aus der NATO, was nachweislich mehrere AfD-Landesverbände wollen, sondern die da oben zwingen euch zu gendern und gesundes Zeug zu fressen. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. What? Ich will überhaupt nicht an dein Schnitzel. Kannst du behalten. Dass dieselbe Frau gerade den 8. Mai 1945, den Tag der Befreiung, als Tag der Niederlage bezeichnet hat, geht da im Schnitzelrausch fast schon unter. Genau wie ihr furchtbares Gerede vom Schuldkult. Teile der AfD-Blase kannst du damit eh nicht mehr schocken. Wenn überhaupt. Erreicht man die, indem man ruhig erklärt, was passieren würde, wenn Deutschland zum Beispiel aus der EU austritt. Und das wollen sie ja. Ja, natürlich, sie wollen austreten. Ja, Bernd Höcke sagt, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Natürlich wollen die den Dexit. Das konnte man auf dem letzten Parteitag durchaus zwischen den Zeilen hören. Dexit jetzt, gleich und sofort. Fertig. Vielen Dank. Ja, dafür nicht. Ja, und das sprechende Testbild, das wir gerade gesehen haben, steht auf Listenplatz 4, kommt also sicher ins EU-Parlament. Und ich will Sie jetzt wirklich nicht mit Details langweilen, aber die Folgen eines deutschen EU-Austritts wären katastrophal für Industrie, Arbeitsplätze und Wohlstand. Trotzdem verweisen AfD-Politiker auf das Vorbild Großbritannien, was übersetzt heißt, wir brauchen hier dringend mehr Suppenküchen. Ich meine, überlegt doch mal. Denken Sie mal drüber nach. Deutschland ohne EU. So ein Wahnsinn. Was bliebe da übrig? Ne? Deutschland. Ja. Kann man kaum aussprechen. Es ist doch kein Wunder, dass Wirtschaftsverbände eindringlich vor der AfD warnen. Ist der Partei aber völlig Wumpe. Denn sie hat halt eigene Pläne für Europa. Man muss das Übel an der Wurzel packen oder dem Drachen sozusagen den Kopf abschlagen. Und ich sage dabei nur Ursula von der Leyen, ja. Hui, ein Charmeur der ganz alten Schule, was? Ja. Na gut, offiziell und auf dem Papier hat der Parteitag beschlossen, einen Bund europäischer Nationen neu zu gründen. Aber alle wissen, was gemeint ist. Dexit, genau. Maximilian Krah, der Spitzenkandidat für Europa, sagt wörtlich, wir müssen der EU den Stecker ziehen. Der Herr Krah ist Ihnen ein Begriff, oder? Ja, das ist der mit diesem prägnanten Seitenscheitel. Ja, und den echt frischen Ideen für sozial schwache Mitbürger. Von wegen, die AfD ist eine neoliberale Partei, die zu wenig für die Armen tut. Und wenn den sozial Schwachen unter uns, was auch nach der kulturellen linken Hegemonie leider die Regel ist, keine Märchen mehr vorgelesen und keine Lieder mehr vorgesungen würden, so wissen wir doch, ihr Herz würde tanzen, wenn es deutsche Märchen und deutsche Lieder wären, die man ihnen vorträgt. Also, wenn mein Herz zu tanzen anfängt, ruft meine Frau hoffentlich den Notarzt. Also,
Okay, die AfD-Fraktion wollte neulich erst Langzeitarbeitslose zu sogenannter Bürgerarbeit zwingen, Zwangsarbeit, aber dafür liest man ihnen Märchen vor, ist doch auch schön. Also natürlich nur spezielle AfD-Märchen wie, was haben wir da, die Bremer Stadtasylanten werden abgeschoben, dann natürlich der gespringerstiefelte Kater, Aladdin und die Wunderlampe zurück im sicheren Herkunftsland. Und natürlich das Mädchen mit den Schwefelhölzern erfriert im Schnee, weil Robert Habeck ihr die Ölheizung rausgerissen hat. Oh. Ja, das ist die große Frage. Wie sähe Deutschland unter AfD-Regierung aus? Zum Beispiel mit viel weniger Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt. Nicht gut, so viel ist mal sicher. Ich meine, wo kriegt man dann die ganzen Fachkräfte her? Bitte? Selber machen? Und das muss der Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern sein, aus eigener Kraft heraus mit unserem Nachwuchs auch wieder die Fachkräfte generieren können. Da wäre eine Menge zu leisten, denn insgesamt fehlen uns bis 2060 16 Millionen Arbeitskräfte, die man dann eben irgendwie zeugen müsste, dann ja in dem ja, Sinne, aber, den wir müssen sagen, einfach damit 146.000 Personen pro Jahr. Ja, einfach mal anfangen. Natürlich, natürlich. Nicht lang schnacken, schnackseln, Freunde. Shakuntala. Und ich habe gehört, wenn man dabei an den Obi-Biber denkt, wird es garantiert ein Handwerker. Hier, neuer AfD-Spot. Hallöchen. Ich glaube, ich habe gar keinen Klempner bestellt. Ich komme im Auftrag der Alternative für Deutschland. Ich soll mit Ihnen jemanden zeugen, der hier in 20 Jahren ein Rohr verlegen kann. Na, dann wollen wir mal. AfD. Denn Deutschland braucht Fachkräfte. Ja. Meine, na gut. Fachkräftemangel bekämpfen, gut und schön, aber dazu gehören immer noch zwei. Gerade im Osten fehlen ja massiv Frauen, wissen Sie. Was macht man also, um trotzdem da eine abzukriegen? Stellen Sie sich vor, Maximilian Krah weiß auch das. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin. Ach so. Wussten Sie das? Frische Luft und rechts sein, darauf stehen die Frauen. Wenn ich das mit 15 gewusst hätte, verdammt. Und ich dachte immer, die AfD ist eine rassistische, total menschenverachtende Partei. Eigentlich ist das eine Partnervermittlung. Martin Klempner ist der AfD-Dating-Coach. Achtung, ungebumste deutsche Männer. Euer erbärmliches Single-Leben hat ab jetzt ein Ende. Ich coach euch erstmal ordentlich durch. Tipp Nummer 1, vergiss dein Aussehen. Du kannst hässlich sein wie ein Pfund Hack. Hauptsache, du bist rechts. Hier. Der Alex zum Beispiel, ja, ist eine totale Wurst. Praktisch unvermittelbar. Den würden die meisten Frauen noch nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Was? Halt's Maul. Aber das macht nichts. Denn selbst so einen krieg ich auf rechts gezogen. Und ratzfatz ist Schluss mit der ewigen Wichserei. So, jetzt sieht er ja fast aus wie ein Mensch, der Kamerad. Ja? Na gut, das mit dem Stahlhelm ist ein bisschen too much. So. Hier drin hat er gleich seine ersten Dates. Sag mal, was soll denn das Gemüse da? Ich dachte, Frauen mögen Blumen. So eine softe Scheiße. Los, halt dich gerade. Schön, dass wir uns jetzt endlich mal getroffen haben. Du studierst Lehramt, voll interessant. Lies einfach vor, was ich dir aufgeschrieben habe. Wusstest du eigentlich, dass die Polen den Zweiten Weltkrieg angefangen haben? Wenn ich dir ein Kompliment machen darf, du hast ein sehr gebärfreudiges Becken. Lass uns doch später zu mir gehen und Fachkräfte zeugen. Was? Du hast es aber auch sehr scheiße vorgetragen. Mach dir mal keinen Kopf, Junge. Selbst dich kriege ich vermittelt. Gerade hat mich der Alex angerufen. Er hat jetzt tatsächlich eine Freundin. Seine erste. Moment mal. Was ist denn das? Das ist die Manfred aus meiner Wehrsportgruppe. Sie identifiziert sich seit gestern als Frau. Jo. Martin Klempner war der AfD-Dating-Coach. Martin Klempner.
Ja. So. Meine Damen und Herren, es gibt aber auch noch ein paar gute Nachrichten für dieses gebeutelte Land. Rudi Völler hat uns alle gerettet. Ja. Ja. Gut. Leider nur für ein Spiel, aber immerhin. Das macht doch wieder Hoffnung vor der Euro 24, die übrigens, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist, den perfekten Sponsoring-Partner hat. Den Konzern, der wie kein anderer für Erfolg made in Germany steht. Richtig, die Deutsche Bahn, meine Damen und Herren. Ja. Ja, das passt doch super, denn Bahnfahren geht ja auch oft in die Verlängerung. Deswegen war es für Rudis Elf auch quasi Ehrensache, zum Frankreich-Spiel den ICE zu nehmen. Der angepeilte Zug war ausgefallen und so ist das DFB-Team am Tag nach der Entlassung von Hansi Flick jetzt mit dem Bus nach Dortmund gefahren. Natürlich. Unfassbar, oder? So, bis jetzt habe ich gedacht, diese Deutsche Bahn könnte nicht mal Rudi Völler retten. Aber von wegen, pünktlich zum Tag der Schiene, der ist nämlich heute, verkündet der Konzern das größte Sanierungsprogramm seiner Geschichte. Und Verkehrsminister Volker Wissing sagt sinngemäß, wir schaffen dann das. Oder so ähnlich. Ja. Ja, ist wirklich toll. 12,5 Milliarden zusätzlich durch Eigenkapitalerhöhung. Insgesamt 40 Milliarden plus, um unser Bahnnetz Schritt für Schritt auf den Stand eines zivilisierten Landes zu bringen. Und als wir uns dann die Entwicklung angeschaut haben der letzten Jahre, haben wir festgestellt, dass es schlechter statt besser geworden ist. Und das bedeutet ja nichts Gutes. Völlig richtig. Völlig richtig. Das ist oft kein gutes Zeichen. So. Und damit haben Volker Wissing und die Ampel schon mal deutlich mehr für die Bahn getan als die ganzen furchtbaren CSU-Heinis, die seinen Job vorher hatten. Nicht zuletzt denen verdanken wir den, sagen wir mal, musealen Zustand unseres Bahnnetzes. Es ist ja so, es ist ja so. Man hat alles so lange vergammeln lassen, bis nur noch Neubau hilft, denn den hat der Bund bezahlt und nicht der Konzern. War wie so ein Anreiz zum Rosten lassen, wurde jetzt endlich mal geändert. Es war nämlich, Achtung, höchste Eisenbahn, meine Damen und Herren. Denn ARD-Recherchen zeigen, Bahnfahren ist manchmal nicht nur nervig, sondern unter Umständen sogar gefährlich. Ein Beispiel, als letztes Jahr bei Garmisch ein Zug entgleiste, waren hinterher nicht alle überrascht. Lokführer, die oft auf der Strecke unterwegs sind, haben sofort einen Verdacht. Uns liegt deren WhatsApp-Chat vor. Wir wissen alle, in welchem Zustand diese Strecke ist. Ab Tutzing ist alles im Arsch. Also quasi wirklich, richtig im Arsch. Ja, ab Tutzing ist alles im Arsch. Das klingt wie ein ganz schlimmer Hit von Mickey Krause, finde ich aber gut. Ja. So, und wie schlimm die Lage ist, zeigt der sogenannte Netzzustandsbericht. Darin gibt man sich selbst für alle Gleise, Weichen und Stellwerke im Schnitt die Note 3. So, und wenn Sie jetzt denken, wow, im Abi wäre ich froh gewesen, bei der Bahn steht Note 3 für relativ kurze, voraussichtliche Restlebensdauer. Soll ich hier den üblichen Witz über ZDF-Zuschauer machen? Nein, diesmal nicht. Muss ich nicht. Okay, 2022 hat das Verkehrsministerium in Berlin erstmals marode Zustände eingeräumt. Ja? Hier die neue Bahncard 50-50. Weil das die Chancen sind, ob man ankommt. Also überspitzt gesagt. Überspitzt ausgedrückt. Aber hey, meine, dafür sind sie richtig gut im Improvisieren. Wenn zum Beispiel mal so eine Schranke kaputt geht, wie diese hier im August 22. Seit damals sperren nun zwei Schrankenwärter mit einem Flatterband den Bahnübergang. Tag und Nacht, an die 120 Mal täglich. Ein krisenfester Job, würde ich sagen. Ja. Ich hoffe, die beiden haben studiert, kann man da nur sagen. Ja, seit heute also sowas wie Licht am Ende des unsanierten Tunnels. Es wird aber leider erst mal schlimmer werden, bevor es besser wird. 40 sogenannte hochbelastete Strecken sollen nämlich in den nächsten 7 Jahren für ungefähr 5 Monate gesperrt, komplett gesperrt, dafür aber auch mal komplett saniert werden. Viel Spaß, liebe Pendler. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders, das passiert, wenn man das so lange vor sich herschiebt. Heißt, auch in den nächsten Jahren bleibt Bahnfahren in Deutschland sowas wie das letzte Abenteuer. Sie nennen es die härteste Challenge der Welt. Seven vs. Wild. 7 Abenteurer werden in der Wildnis ausgesetzt und müssen irgendwie überleben. Was für eine Weicheischeiße. Denn jetzt kommt die ultimative Herausforderung.
7 Pendler werden morgens auf dem Bahnhof in Mettmann ausgesetzt und müssen es nach Duisburg schaffen. In nur einer Woche. Seven versus Bahn. Schon nach 3 Sekunden liegen die Nerven blank. Versteht hier irgendwer? Die Tarifzonen! Ja, du musst dich beruhigen! Deutsche Regionalbahn. Survival of the fittest. Fighten um jeden Sitzplatz. Ich will einfach nur nach Hause. Und dann natürlich Signalstörung und Zughavarie. Nach 2 Tagen am Rand der Bahnstrecke wird das Essen knapp. Okay, Frau. Seven versus Bahn. Härter wird's nicht. Ja, Seven versus Bahn. Demnächst bei YouTube, glaube ich. Ja, jetzt die Frage, wie viel Reform braucht diese Bahn? Die Monopolkommission des Bundes schlägt vor, den DB-Konzern zu zerschlagen, das Bahnnetz vom Zugbetrieb zu trennen. Dazu begrüße ich nun Mandy Hausten für die Linkspartei im Verkehrsausschuss. Mandy, könnte diese Idee der Monopolkommission die Marke retten? Also das ist aber wirklich mal eine sehr dumme Frage, mein lieber wurstgesichtiger Freund. Die Marke DB ist doch komplett verbrannt. Da kann ich genauso gut fragen, wie mache ich Nagelpilz wieder populär? Oder den Wendler. Es geht nicht. Weg damit. Tschö mit Ö, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Mein Vorschlag, wir erklären die Privatisierung offiziell für gescheitert und der ganze Bums heißt ab sofort wieder Deutsche Reichsbahn DDR. Es war nicht alles schlecht. Dankeschön. Und ja. Dafür gibt's Applaus. Aber sagen Sie mal, ich war nicht dabei bei euch. War denn die Bahn so viel besser in der DDR? Ich sag mal so, also die Züge in der DDR, die sind im Schnitt so 50 km/h gefahren. Die Toiletten waren in einem ekelhaften Zustand. Und jedes geöffnete Mitropa-Restaurant war eine Sensation. Kurz gesagt, alles exakt wie heute. Der letzte Scheiß. Aber es war unser Scheiß, Oliver. Unser Scheiß! Heute ist die Bahn eine sogenannte AG. Muss ich vielleicht kurz übersetzen? AG steht für Arschgeburt. Ich denke Aktiengesellschaft. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Warum muss so ein Konzern überhaupt Gewinn machen? Ne? Ich will mit der Bahn trocken von A nach B kommen. Pünktlich und bezahlbar, sonst nix. Punkt! Bahnfahren ist Daseinsvorsorge. Kennst du, Oliver? Daseinsvorsorge? Das heißt, ab und zu soll mal ein Zug da sein. Hab ich einen kleinen Joke gemacht? Ja, ist mir aufgefallen. Aber wenn Sie mal Gewinne machen würden, Mandy, mit Ihren Zügen, über 30 Milliarden Schulden. Allein Stuttgart 21 kostet wohl über 10 Milliarden, also 4-mal so viel wie geplant. Genau, da streiten sich jetzt Baden-Württemberg und die Bahn vor Gericht, wer die Mehrkosten trägt. Ich kann ja mal spoilern, wer die am Ende trägt. Diese ganzen Piepmätze hier sitzen da rum und gucken wie eine Kuh, wenn's blitzt. Ja, manches versteht man wirklich nicht. Ich meine, der Bund ist alleiniger DB-Eigentümer, hat aber wohl nur einen begrenzten Einfluss. Warum eigentlich? Weil er blöd ist. Und deshalb holen wir die Reichsbahn zurück. Wo ich übrigens meinen letzten Job vor der Wende hatte. Als Schaffnerin. Ich habe sogar noch die Originaluniform. Soll ich sie dir mal zeigen, Oliver? Nee, das ist eigentlich gar nicht nötig. Sehr gern. Also darin sehe ich sowas von unfassbar sexy aus. Ja. What's up, mein Freund? Eine Sekunde. Oh, ah. Wow. Oliver, na, soll ich dich mal kontrollieren? Du willst es doch auch. Das schöne Gesicht des Sozialismus, das war ich. Ah, ja. Und weißt du was, mein Gutster? Nein. Bei meiner letzten Schicht 1990, da hab ich das Original Schekediner Gulasch aus dem Mitropa-Restaurant eingefroren. Gottes Willen. Oh. Oh. Und das darfst du, kleiner Glückspilz, jetzt probieren. Ja, das ist wirklich super lieb, aber ich mach grad Intervallfasten. Und, Na, Schranke hoch, der D-Zug kommt. Mandy Hausten, vielen Dank.
Schaut euch gerne weitere Videos an und abonniert den Kanal. Danke! Schaut euch gerne weitere Videos an und abonniert den Kanal. Danke! Oh nein, eine Zeitschleife! Habt ihr etwa nicht den Kanal abonniert? Hilfe! Sofort draufklicken! Oder ich bin hier für immer gef... Schaut euch gerne weitere Videos an.